Die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine haben heute auch die Diskussionen auf dem Europaforum des WDR geprägt. Bundeskanzler Scholz verurteilte die Zerstörung des Staudamms scharf und bekräftigte seine Sorge auch mit Blick auf die Atomanlage in Saporischschja. Die Zerstörung des Staudamms in der Ukraine treibt auch den Kanzler um. Beim WDR-Europaforum in Berlin spricht Olaf Scholz von einer neuen Dimension. Gleichzeitig passe die Zerstörung zu der Art und Weise, wie der russische Präsident Putin Krieg führe. Das ist ja auch etwas, das sich einreiht in viele, viele der Verbrechen, die wir in der Ukraine gesehen haben, die von russischen Soldaten ausgegangen sind. Und in einer Art, der gehört zu einer Kriegsführung, die immer auch zivile Ziele, Städte, Dörfer, Krankenhäuser, Schulen, Infrastrukturen angegriffen hat. In der Europäischen Union laufen Diskussionen darüber, ob und wenn ja, wann die Ukraine der EU beitreten könnte. Die Mehrheit der Deutschen befürwortet das nach wie vor, doch es werden weniger. Nur noch 52%, 6 Punkte weniger, meinen, langfristig sollte die Ukraine in die Europäische Union aufgenommen werden. 37% der Wahlberechtigten sind weiter dagegen. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagt, einfach wäre ein Beitritt der Ukraine jedenfalls nicht. Es bedarf viel und intensiver Arbeit, insbesondere auch der Ukraine, wo wir sie sehr stark unterstützen. Und es ist beeindruckend zu sehen, wie die Ukraine trotz des Krieges, wie sie in der Lage ist, zu reformieren und sich anstrengt, so schnell wie möglich, so nah wie möglich an die Europäische Union heranzukommen. Und auch der Bundespräsident spricht beim WDR-Europaforum. Putin habe darauf gesetzt, dass die Verbündeten der Ukraine irgendwann wegschauen würden. Stattdessen sei Europa zusammengewachsen.